Ich erinnere mich zurück, bis in mein drittes Lebensjahr. Das schickte mir mein Vater, der in Norwegen war. Als Soldat um die Weihnachtszeit, ne Eisenbahn aus Holz. Sie wurde meine Liebe und ich spielte voller Stolz. Mit der Lok aus deren Schornstein, dicke weiße Watte quoll, lud sie jeden Tag mit Kohle, Sand und anderen Gütern voll. Wenn ich des Nachts die Lok im Arm auf meinem Kissen schlief, geschah es oft, dass ich im Traum nach meinem Vater rief. Dass er trotzdem niemals kam, konnte ich noch nicht verstehen. Und so fasste ich den Plan, zu ihm nach Norwegen zu gehen. Eines Morgens in der Dunkelheit, es war im Januar, ich zog mich mühsam selber an, die Luft war kalt und klar. Ich koppelte die Wagen an, im ersten Morgenrot. In einem lag ein Apfel und im anderen ein Stück Brot. Doch ich kam nur langsam vorwärts, denn die Straße war verschneit. Schon fast Nachmittag und der Weg nach Norwegen noch weit. Mir gefror der Rotz am Ärmel und da stand ich winzig klein. Fing an zu weinen, schlief dann bald im Straßengraben ein. Der Briefträger, der durch Zufall dort vorüberkam, war es der mich fand, der mich halb erfroren mit nach Hause nahm. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren. Was mir fehlt, was ich wiederfinden muss. Frühjahr 45 war der Krieg dann endlich aus. Doch statt Vater kam mein Onkel Eduard nach Haus. Das war Vaters Bruder und ich weiß es noch genau. Jan kam im Soldatenmantel abgerissen grau. Aber ich, so sagte Mutter später, stürzte mich auf ihn. Onkel Papa, hab ich immer nur geschrien. Am nächsten Tag, als ich mit ihm in Omas Küche saß, sprach er nicht ein Wort mit mir, sondern schimpfte auf den Fraß. Und voll Hass auf seine Mutter warf er, warum weiß ich nicht, ihr den vollen Teller mit dem heißen Grünkohl ins Gesicht. Oft habe ich gebettelt um ein bisschen Liebe wie ein Hund, doch stattdessen schlug mein Onkel mich und meistens ohne Grund. Manchmal nahm er die Trompete, machte sich zum Ausgehen fein, meist in lauen Vollmondnächten und man konnte sicher sein. Dass im Dorfe jeder lauschte und die Fenster offen ließ, wenn er dann vom Berg herunter traurig schöne Lieder blies. Vorher ging er in die Kneipe und dann soff er sich in Wut, verprügelte die Gäste, wenn er dann im eigenen Blut. Morgens vor der Haustür lag, hatte er noch Kraft genug, dass er mit der blutbesudelten Trompete mir schlug. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren. Was mir fehlt, was ich wiederfinden muss. Eine Eisenbahn aus Holz war längst zertrümmert und verbrannt. Und auch Norwegen erschien mir so wie jedes andere Land.
Frau Vater kam nach Hause, ein Jahr später irgendwann. Was er sagte, wie er aussah, ich erinnere mich nicht dran. Fand auch später, als ich größer wurde, nie mehr diesen Ton. Nun, ihr wisst schon, was ich meine, dies Verhältnis Vater-Sohn. Mein Gefühl für ihn, das hatte schon ein anderer verbraucht. Wie ein Feuer ausgepisst, das dennoch ewig weiter raucht. Doch ein Funke von Vertrauen ist noch da und irgendwann. Will ich glauben, kommt ein Wind und bläst das Feuer wieder an. Ja, vielleicht sind wir Menschen nur dazu geboren, um ruhelos zu suchen bis zum Schluss. Auch ich habe irgendwann einmal etwas verloren. Was mir fehlt und was ich wiederfinden muss. Was mir fehlt, was ich wiederfinden muss.